Hallo zusammen, heute mit der Kickstarter-Vorschau für den Monat Februar und ich habe mich wirklich sehr gefreut über das zahlreiche positive Feedback für die letzte Kickstarter-Vorschau und ich habe mir auch die Verbesserungsvorschläge durchgelesen und ein Verbesserungsvorschlag, der öfter genannt wurde, war, dass ich doch bitte erwähnen sollte, ob das Spiel auch auf Deutsch rauskommt. Und deshalb findet ihr jetzt immer, wenn ich das Spiel einblende, auch eine Deutschlandflagge unter dem Starttermin. Und das zeigt euch dann einfach an, dass das Spiel auf Deutsch rauskommen wird. Wenn da keine Flagge zu sehen ist, heißt das nicht unbedingt, dass es keine deutsche Version geben wird. Nur, dass ich dazu noch keine Information hatte. Dazu schaut euch am besten dann einfach mal die Kickstarter-Seite an. Da gibt es dann mehr Infos, ob es dann auf Deutsch kommen wird. Und worauf ich auch noch einen Fokus legen werde, ich hatte in der letzten Kickstarter-Vorschau unter dem Video in der Titelbeschreibung jedes Spiel auch nochmal erwähnt mit Starttermin und auch noch den Link zum BoardGameGeek-Profil eingefügt. Und das werde ich auch nutzen, um Spiele zu erwähnen, die ich nicht im Video hatte. Weil manchmal wird der Starttermin von einem Spiel erst im Monat selber bekannt gegeben oder manchmal übersehe ich ein Spiel. Und wenn ich das dann sehe, werde ich das im Nachhinein dort dann noch einfügen, sodass ihr dann unter dem Video nochmal einen kompletten Überblick habt. Und vielleicht ist da das ein oder andere Spiel dabei, was euch dann noch interessiert. Und falls ihr ein Spiel habt, welches ich jetzt zum Beispiel in der Kickstarter-Vorschau nicht erwähnt habe, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr das einfach als Kommentar unter das Video schreibt. Und das jetzt kurz und knapp, was heißt kurz und knapp, das war jetzt schon ein bisschen ausführlicher zu den Dingen, die jetzt in dieser Kickstarter-Vorschau und auch in den weiteren kommen werden. Das heißt wirklich, ich werde das Format jetzt monatlich immer machen. Und jetzt starten wir aber direkt mal mit der Kickstarter-Vorschau für den Monat Februar und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. In Skytear, einem kartengetriebenen, von MOBA inspirierten Miniaturenspiel, kontrollierst du ein Team legendärer Helden, die in einer fliegenden Arena um die Gunst ihrer Götter kämpfen. Zu Beginn des Spiels deckt ihr drei zufällige Siegbedingungen auf und derjenige, der zuerst eine Siegbedingung erfüllt, gewinnt das Spiel. Um dies zu schaffen, musst du deine Helden geschickt durch die Arena führen und zum richtigen Zeitpunkt mächtige Powerkarten spielen. Ghost Star ist ein Solospiel, in dem du den Geist eines unglaublichen Menschen spielst. Alles, was du hast, ist ein gesunder Verstand, während du dich an Bord einer labyrinthartigen Raumstation gegen ein mysteriöses Wesen stellen musst. Xerxes ist ein Worker-Placement- und Ressourcenmanagement-Spiel und in diesem Spiel übernimmt jeder Spieler die Rolle eines Herrschers, jeder mit seinem eigenen Bereich, besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften. In jeder Runde versuchen die Spieler, Ressourcen für Steuern zu sammeln, Gebäude zu errichten oder Kampagnen zu starten. Ebenfalls am 4.2. startet eine Mini-Erweiterung zu The Little Flower Shop. Dies ist eine 12-Karten-Erweiterung und dies sorgt noch für mehr Abwechslung im Spiel. In Medieval Realms übernimmt jeder Spieler die Rolle eines mittelalterlichen Königs und muss Entscheidungen treffen, um sein eigenes Reich zu entwickeln. Jede Runde läuft in zwei Phasen ab. In der ersten Phase werden alle Spieler ihre Anführer heimlich hinter ihrem Sichtschirm in verschiedene Gebiete platzieren, um so Ressourcen zu erhalten. In der zweiten Phase können die Spieler dann mit diesen Ressourcen Karten aus einer Reihe erwerben. Und der Spieler, der nach 8 bis 12 Runden die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Der wird in Movie Empire zum besten Filmproduzenten der Stadt. Du, aber auch die anderen Spieler, möchten der Nachfolger des legendären Filmproduzenten Mr. Grumpy werden. Movie Empire ist ein mittelschweres Brettspiel mit einer Mischung aus Worker Placement, Set Collection und verschiedenen Interaktionsmechanismen. In The Hall of the Mountain King spielst du als Troll und baust dein verlassenes Königreich in der Halle des Bergkönigs unter dem Berg auf. Mit Muskelkraft und Magie ergründest du den Reichtum, gräbst eingestürzte Tunnel aus und baust große Hallen aus. Das Gameplay wird von innovativen Produktionssystemen gesteuert. Timing und Taktik sind der Schlüssel bei der Arbeit, um dein Zuhause in alter Pracht wiederherzustellen und die Krone zu gewinnen. Am 6.2. startet Taktiki. Dies ist ein innovatives, abstraktes Zwei-Personen-Spiel, das auf Strategie und Gedächtnis basiert. Ebenfalls am 6.2. startet Mechanica. Mechanica ist ein Legespiel, in dem ihr Maschinen baut. Jeder Spieler kauft puzzleteilförmige Maschinen und steckt sie zu einer Fabrik zusammen. Die verschiedenen Maschinen verbessern die Tidybots, die in eurer Fabrik hergestellt werden können. Du stellst neue Tidybots her, verbesserst sie, kopierst sie und vieles mehr. Es gibt viele Strategien, um deine Maschinen zusammenzustellen und jeder hat Spaß daran, die perfekte Fabrik zu bauen. Am 7.2. startet Alliance the Card Game. Dies ist ein Fantasy-Duell-Kartenspiel mit kriegsführenden Fraktionen, bei dem jeder darum kämpft, die neue und wahre Allianz zu werden. Ebenfalls am 7.2. startet Dodo Rescue Cherry Blossom.
Am 8.2. startet eine finale Erweiterung zu Millennium Blades. Zusätzlich wird es noch eine Möglichkeit geben, eure ganze Millennium Blades Sammlung zu verstauen. Am 8.2. startet Gods of Metal. Dies ist ein Spiel der Zerstörung für 1-4 Spieler. Jeder Spieler übernimmt die Rolle eines Bandmitglieds, das vom God of Metal ausgewählt wurde, um das Universum gegen die dämonischen Kräfte zu verteidigen, die den Zutritt zu unserer Welt suchen. Varan Wars ist ein Spiel, in dem ihr versucht, schnellstmöglich eine Armee aufzubauen, während eure Gegner versuchen, Karotten und Hasen zu stehlen. Am 11.2. startet Zugracy. Jeder Spieler führt eine der Tierparteien mit einer klugen Strategie und den besten Verhandlungstaktiken an, um sie erfolgreich zu machen. Vertraue deinen animalischen Instinkten, um Wahlen zu gewinnen, politische Ämter zu bekleiden oder die Regierung vor der Opposition zu beschützen. Wer die meisten politischen Ziele am Ende des Spiels umgesetzt hat, wird am Ende gewinnen. Unsolved Mysteries El Ancora de Fuego ist ein Abenteuer über Lebens-, Geister- und Terrorspiel für ein oder zwei Spieler, das 1902 in Japan stattfindet. Ebenfalls am 12.02. startet die Erweiterung zu Phiosis. Wayward ist ein kooperatives Spiel, das auf der gleichnamigen Comicserie basiert, in der Teenager mit übernatürlicher Kraft die Welt vor japanischen mythologischen Kreaturen und Geistern verteidigen. Im Spiel übernehmen die Spieler die Rolle der Comichelden und kämpfen gemeinsam gegen Schurken, die vom Spiel selbst kontrolliert werden. Am 13.02. startet Into the Dead. Dies ist ein kompetitives Spiel aus Strategie und Risikobereitschaft, bei dem die Spieler die Rolle der Überlebenden und ihrer treuen Hundegefährten übernehmen, um diese durch eine Landschaft von Untoten zu navigieren. Am 14.02. startet ein Reprint von Alone. Es wird neue Stretch Goals inklusive Miniaturen, neue Missionen und neue Add-ons geben. Zusätzlich wird es ein deutsches Sprach-Add-on geben, welches man ebenfalls erwerben kann. Am 19.02. startet That's a Wrap. Du und eine Gruppe anderer Filmregisseure wurden von einem großen Filmstudio für einen 5-Jahres-Vertrag eingestellt. Du musst nur einen Film pro Jahr drehen, aber am Ende des Vertrags erhält nur der Regisseur mit den meisten renommierten OSCE Awards eine Vertragsverlängerung. Im Spiel Coloma bist du ein Pionier, der kürzlich nach Westen gereist ist, um ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen. Du kannst dein Eigentum erweitern, indem du Handelsposten, Hotels, Säle, Ställe und Außenposten baust, die Westgrenze stabilisierst, Brücken baust und natürlich nach Gold suchst. Dann, um zu schützen, was dir gehört, musst du und die anderen Bürgerhüter der Stadt ihre Waffen rausholen und die am Horizont auftauchenden Outlaws abwehren. Consumption ist ein Worker-Placement- und Ressourcenmanagement-Spiel, das die Nahrungsbedürfnisse eures Körpers erfüllt. Einkaufen und Kochen oder verschiedene Restaurants zu besuchen, ist von zentraler Bedeutung für die Strategie, die durch körperliche Aktivität ausgeglichen werden soll. Punkte werden durch das Erfüllen von Rezepten und Aktivitäten verdient. Wenn du deinem Körper jedoch das gibst, was er braucht, um glücklich zu sein, erhältst du die meisten Punkte. Am 26.02. startet Miniminers. Dies ist ein Familienspiel, in dem die Spieler Zwerge anheuern und ausrüsten werden, um sie in eine sehr gefährliche Mine zu schicken, um so viel Gold wie möglich zu sammeln. Vor allem werden sie versuchen, mit dem Gold sicher aus der Mine zu entkommen. Oceans, ein weiteres Spiel in der Evolution-Serie, ist ein Engine-Builder, bei dem die Welt der Wissenschaft durch die Welt der Fantasie aus allen Nähten unterbrochen wird. Ebenfalls am 26.02. startet eine Erweiterung zu Railroad Rivals. Diese Erweiterung fügt einen neuen sechsten Spieler hinzu, neue Waren, neue Stadtteile und neue Eisenbahnlager sowie Upgrade-Tiles, die es ermöglichen, jetzt sogar die Lager zu manipulieren. In Planet of the Apes, The Miniature Board Game, ein actionreiches Kampf- und Strategiespiel für 1-4 Spieler, befehligen Spieler Affen oder Menschen, die sich auf innovative, dreidimensionalen Spielbrettern bewegen, während sie um die Zukunft des Planeten kämpfen. Im Februar erscheint Fuchikoro, Japan 1707. Der Fuchi steht kurz vor dem Ausbruch. Rote, heiße Lava bedroht den geheimen Taiseki-Yi-Tempel und das Heiligtum der essentiellen Lehren, die in seinem Inneren verborgen sind. Der Shogun ist nervös und hat seine edelsten und begabtesten Samurai-Krieger auf die Suche geschickt, um das letzte verbliebene und wertvolle Erbe zu retten. Jetzt liegt es an unseren Helden, den Tempel zu erkunden und so viele Relikte, Schriftrollen und Mönche zu finden, die sicher zum Shogun gebracht werden können, bevor der Vulkan ausbricht und alles für immer verloren ist. Waste Knight Second Edition ist ein postapokalyptisches Abenteuer- und Überlebensspiel für 1-4 Spieler, das im dystopischen Australien spielt, welches durch Experimente eines mächtigen Unternehmens zerstört wurde.
Jeder Spieler wird zu einem rauen Helden, der durch das Ödland reist und unnatürlichem Wetter und Feinden ausgesetzt ist, die in längst vergessenen Laboren geschmiedet wurden. Vae Victus ist ein semi-kooperatives Spiel von Ablehnung und Verrat für 2 bis 6 Spieler, die in die Rolle von römischen Patrizern schlüpfen. Jumble Jam ist ein Familienkartenspiel für 2 bis 5 Spieler, in dem die Spieler die Rolle von Bäckern übernehmen und einen harten Arbeitstag überstehen müssen. In Imperium the Contention treffen 6 Kulturen in einem uralten Aufstiegskrieg aufeinander. Erlebe das erste 4x-Kartenspiel der Welt mit individuell gestaltbaren Decks, Area Control und Schiffsbewegungen. Shadows of Killforth ist die Fortsetzung und eigenständige Erweiterung von Gloom of Killforth, ein Fantasy-Quest-Spiel, bei dem 1 bis 4 Spieler einzeln oder zusammen die Rolle eines Helden auf einer Reise durch eine dunkle Welt aus Magie und Gefahr überstehen müssen. Ebenfalls im Februar starten Chocolate Factory, Yokai City of Crime und Freedom. Das war die Kickstarter-Vorschau für den Monat Februar und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich freue mich auch über ein Abo und wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.